dass ich das Ende von Katzbuckel. Es ist durch meine Hände. Mein Wächterband wurde mir auch geraubt. Ich hatte wohl nie das Zeug zum König. Evan, du hast recht, mein Leben ein Ende zu bereiten. Das Recht. Ich habe schließlich deinen Vater auf dem Gewissen. Ratulion, lassen wir es einfach gut sein. Es ist Zeit für einen Neubeginn in diesem Land. Solange alle gemeinsam darauf hinarbeiten, gibt es Hoffnung. Vater hat immer an dich geglaubt. これはこんなにもラウゼオ様は私をそれなのに私はあの方をこの手で重大久しぶりだな。Wie er guckt. Kokuo-Heka, watashi wa. Nani mo yuu na, Chūdain. Watashi wa omae no koto wo furande nado inai. Das ist so richtig so. Futatsu no shuzoku no mizo wa fukakatta. Itsuka wa sono hedatari wo nakusaneba naranai daro. Das ist die richtige Einstellung. それが一歩前進したのだ。私はどちらかが支配するという形ではなく、共に手を取り合う日が必ず来ると信じている。Genauso sollte es auch sein。それを中大員、お前に託したい。ラウゼオ様、なぜですか？なぜあなたを手にかけた私を信頼されるのです。Weil du vielleicht getäuscht wurdest? 私は常にお前を信頼していたぞ。それは今も同じだ。私以上に先を見抜く力を持ち、何事も正確にことを運ぶ。王としての資質も十分にある。少し慎重すぎるところもあるが、それはこれから王として歩んでいくことで、王らしき大胆な立ち振る舞いもできるようになるであろう。ラウゼオ様、私を王とお認めになるのですか？まあ、warum denn nicht, wenn er dir wirklich vertraut hatte? ゴロネールは私の愛する国だ。中大員、お前に託したぞ。ラウゼオ様。御意。では、中大員よ。私は先に行っているゆえ、再会の折には良き国となったゴロネールの話を聞かせてくれ。Das wird auch im Jenseits sein, oder? ラウゼオ様。さらばだ、中大員。ゴロネールの本当の王となれ。そしてこの国を守るのだ。お任せください、ラウゼオ様。Wie schön. Evan alleine hat es nicht geschafft, ihn zu überzeugen, aber mit der Liebe seines Vaters hat es doch noch geklappt. Chūdain.
僕は新しく生まれ変わるコロネール王国とブラハバの約定を結びたい。分かっております。それが我が主ラウゼオ様のご意志。ゴロネールはエヴァン様と共に歩みましょう。イエー、ありがとう、チューダイン。力を合わせてこの二の国を救うんだ。大きくなられましたな、エヴァン様。なもしてやよ。私は種族の隔たりを越え、すべての人にとってこのゴロネールが誇れる国であるように最大限の力を尽くします。エスタバニアの王よ、あなたのお望み通りゴロネールは約定を取り交わします。Was gab's eigentlich für ein Gegenstand beim Dings? Na, guck mal, wie Remy sich freut. Und was ist jetzt mit Rattinger passiert? Okay. Ja, da fällt mir noch etwas ein. Das königliche Siegel, du scheinst es im Moment dringender zu brauchen und solltest es bei dir tragen. Einverstanden. Hoffen wir, dass das Siegel bald zum wahren König von Katzburgel zurückkehrt. So, ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Lass uns nun das Abkommen schließen. ラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう二の国を。それからのゴロネールは驚くほど変わった。ゴロネールはニャウ族に対する圧政をやめ、ニャウ族に再び平和が訪れる。またニャウ族は差別意識を改め、マーウ族は憎しみの気持ちを忘れることにした。長い間続いた差別意識はそう簡単にはなくならない。しかし少しずつ溝は埋まっていくだろう。おお、das wird eine Menge Talente für mich wiedergeben。よくやったね、エヴァン。ついに君はブラハバンの約定をやり遂げた。なや。ありがとう。チューダインと和解できて本当に嬉しいよ。でも。ベルガシンの新玉線が奪われてしまった。ハムナルはゴーラを復活させてしまうだろう。Aber es gibt ja noch einen Wächter, der ihn aufhalten kann. エヴァンなら大丈夫だよ。この試練をきっと乗り越えられる。Genau. これから二の国は一つにまとまっていく。よかったよね。うん。でもまだ終わりじゃないよ。ここからが大変なんだ。Die Frage ist natürlich, wo Hamna ist, ob in den Eislanden oder in der Wüste. Die habe ich beide noch nicht erkundet. Ja, klar, immer speichern. Yeah, Versöhnung. 四つの新玉線。この時をどんなに待ち望んだこと。これで我が悲願を達成することができる。It's totally gonna find you. Oh, da ziehen dunkle Wolken auf.
Mit wem? 第9章 王となるもの Lora. Was passiert hier? Alles in Ordnung. Seht euch lieber mal den Himmel an. In diese Richtung ist Soran mit seinen Leuten zur Patrouille aufgebrochen. Ja, das ist also... What? Na, der versunkene Kontinent. Was? Was ist das für eine Litschi? Kein Wasser mehr, na super. Hoffentlich nur kurzfristig. Oh Gott. Das ist gerade die Stimme von Evan, der ist auch gar nicht mehr dabei gewesen, dachte ich. Oh Mann. Genau. Endlich ist Pandemon zurückgekehrt. Pandemos. Endlich kann ich mein Demeska wieder aufbauen. Und die Seelen der Bewohner dieser Welt werden mir dazu dienen. Bitte was? Was ist das? Vermehrt euch, meine Untertanen, verleiht meinen Wächterband die nötige Stärke. Je mehr Seelen ich habe, umso mehr Untertanen kann ich mir erschaffen.
Da sind wir wieder. Evan-sama. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Naja, das meiste sollte ja eh schon bekannt sein. Oh ja. Oh Mann. Oh. Jo. In Leute, die ihren Weg gehen, stelle ich euch heute Ratilda vor, die in Katzbuckel ein Landgut verwaltet. Wenn man ihr Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, spürt man sofort ihr Charisma und die Erfahrung, mit der sie den Laden schmeißt. Ihr Traum, einmal den größten Hof der Welt zu leiten. Mhm. Gutes Führungspersonal ist rar. Sie hat etwas Staatsmännisches an sich. Oh, wer bist du denn? Das Erfolgsgeheimnis von Joksha, der Glücksgöttin? Heute war ich im Casino Sechs Augen, um ein exklusives Interview zu ergattern. Leider bin ich dann in einer Traube ihrer Anhänger stecken geblieben. Ich musste regelrecht betteln, um wenigstens ein Foto schießen zu dürfen. Angeblich ist sie die reichste Frau des Landes. Von der würde ich mich jederzeit abzocken lassen. Stell dich hinten an, die Schlange bringt ihn hier in Katzbuckel. Ich frag mich, ob sie Verbindung zur Unterwelt hat. Diese ganzen Anhänger sind jedenfalls verdächtig. Glücksspiel ist aber kein echter Beruf, finde ich. In Goldorado ist es sehr... Okay. So, weiter geht's mit Leute, die ihren Weg gehen. Heute spreche ich über Schäfer, Goldorados großen Kämpfer für die Gerechtigkeit. Berühmt ist er nicht nur für seine Kampfkunst, sondern auch für seine Ritterlichkeit. Weltweit strömen junge Leute in die Schwerkampfschulen, um ihm nachzueifern. Oh, das ist aber ein hübscher Kerl. Hey, reduziere nicht auf sein Aussehen. Genau, She ist cool, weil er der Beste ist. Also darf ich ihn nicht hübsch finden? Du sollst ihn cool finden, weil er der Beste ist. Okay, das war auch in Ordnung. Aber hier mit dem Abkommen, das gefällt uns natürlich auch. Leute, ihr glaubt jetzt bestimmt, ich will euch verschaukeln, aber Evan hat sich soeben mit Ratto Leon aus Katzbuckel verbündet. Dem Mann, der ihn selbst aus der Heimat verjagt hat. Es ist wahr, ich schwör's. Ob die Welt jemals erfahren wird, wie die beiden ihre Feindschaft überwunden haben? Unglaublich! Das sind jetzt aber viele große Länder verbündet. Man muss jetzt aber alle fünf großen Länder sagen. Vielleicht liege ich noch im Bett und träume? König Evan hat wirklich was Unglaubliches geschafft. Heißt das jetzt, dass es jetzt nie mehr Krieg gibt? Gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Damit ist die Welt jetzt vereint. Ist dir überhaupt klar, was das bedeutet? Goldorado hat jedenfalls von der Allianz nur profitiert. Ja, Freunde. Was wird Zoran wohl zu sagen haben? Tut mir leid, ich bin immer noch nicht ganz bekräftigt. Lass uns erst einmal hören, was Zoran zu berichten hat. Nein, gibt's nicht. Ich glaube, Pangi muss auch im Nacken, obwohl er noch so weit weg ist. Fühlt sich an wie ein Rucksack voller Steine. Boss, Cecilius, Susi, schön, dass ihr heil zurückgekommen seid. So, ne? Pandemos ist wirklich gigantisch. Kein Wunder, dass man ihn Dämonengott nennt. Wie hat es Demeska damals nur geschafft, so ein Ding zu bändigen? Diesen Anblick werde ich so schnell nicht vergessen. Man kann so eine Kreatur wirklich noch einen Wächter nennen? Yep, kann man. Oh nee, ich will doch erstmal auf den Stuhl. Ansonsten, Mano. Ich will doch mein Königreich verwalten. Pfeife, scheiß die Wand an. Okay, na gut. Dann machen wir erstmal das noch schnell zu Ende. Na dann, so rein. Pandemos wurde also wiederbelebt. Ja. Hi. So ist es. Wir begegneten ihm im Luftraum über dem Nachtmeer. Ich habe es auf einem Memorek gespeichert. Das muss man sehen, um es zu glauben. Oh nee, bitte nicht. Der Dämonengott Pandemos und ein Stück... Land, das ich für den untergegangenen Kontinent Paltrea halte, erschien plötzlich wie aus dem Nichts. Oder genauer gesagt, aus der Leere. Das ist Pandemos. Der ist ja gewaltig. Ist das Fulong? Ja. Nicht nur der. Dranagakolos und Belgrasin sind auch mit von der Partie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dabei handelt es sich nicht um die wahren Wächter. Vermutlich konnte Hamna mit Hilfe der Wächterbänder Imitationen von ihnen herbeirufen. Es sieht so aus, als ob diese vier falschen Wächter Pandemos in Schutz nehmen. Danach begann Pandemos Lichtkugeln zu absorbieren, die aus allen Richtungen angeflogen kamen. Lichtkugeln? Ja, ich erkläre später, was es damit auf sich hat.
und im nächsten Moment ließ er einen Schwall finsterer Dämonen auf die Welt los. Eine unglaubliche Zahl ergoss sich in alle möglichen Richtungen. Hier scheint man davon aber nicht betroffen gewesen zu sein. Ist ja unheimlich. Oh ja. Hi. Ich vermute, die Lichtkugeln, die Pandemos absorbiert, das sind Seelen, die er den Lebewesen auf der Welt genommen hat. Irgendwie vermag es Pandemos, die gestohlenen Seelen in Dämonen zu verwandeln. Seelen? Erinnerst du dich, wie Hamna den Minister von Katzbuckel in einen lebenden Toten verwandelte? Genauso sieht es aus, wenn jemand als seine Seele verliert. Oh. Heißt das, da laufen gerade eine Menge Leute wie Untote auf der Welt herum? Nee. Können wir denn irgendwie helfen und sie wieder normal werden lassen? Wenn wir die gestohlenen Seelen befreiten, bestünde vielleicht die Möglichkeit, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Sieht so aus, als wäre hier noch niemand ohne Seele unterwegs. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Das liegt vielleicht daran, dass wir Remy hier haben. Genau. Hä? Wegen mir? Was habe ich damit zu tun? Im Gegensatz zu den anderen Ländern hat dieses Land einen Wächter, der durch ein Wächterband an den König gebunden ist. Ein Land unter dem Schutz eines Wächters kann einiges aushalten. Uiuiuiui, sieh an, der Herr Wächtergott. Siehste, ich hab's euch doch gesagt, ich bin eine ganz große Nummer, war schon immer. Aber wieso hat Hamna Pandemos eigentlich herbeigerufen? Ui. Diese Frage kann ich euch vielleicht beantworten. Wer ist es denn? Ach, wie ist sie denn? Oh, ich komm grad nicht drauf. No. Nereda, genau. Evan, bitte entschuldige meine plötzliche Erscheinen, aber die Lage ist äußerst prekär. Absolut, was könnt ihr uns darüber berichten? Ich habe selbst auch Nachforschungen über Hamna anstellen lassen. Vor 2000 Jahren existierte ein Königreich, das den Dämonengott Pandemos als Wächter auserkor, Demeska, und Hamna war dort König. Um sich vor anderen Ländern zu schützen, machten sie sich die Macht des Dämonengottes zu eigen, der fortan ihr Land verteidigte. Das stimmt soweit mit Nirs Informationen überein. Doch eines Tages verschwand Demeska wie vom Erdboden verschluckt. Laut unserer Nachforschung konnten Pandemos nicht kontrollieren und er erschuf eine Zwischenwelt, die sogenannte Leere, die das Land und Pandemos selbst verschlang. Es ist wahrscheinlich, dass Hamna versucht, Demeska in diese Welt zurückzuholen. Mit anderen Worten, er will das verschollene Demeska wieder auferstehen lassen? Deswegen braucht Hamna also die verschiedenen Wächter, um den Dämonengott Pandemos kontrollieren zu können. Dann muss dieses Stück Land, das mit Pandemos aufgetaucht ist, tatsächlich der vor 2000 Jahren untergegangene Kontinent Paltera sein. Und darauf das Königreich Demeska. Aber wenn Demeska schon wieder in dieser Welt ist, wozu braucht er dann noch die Seelen? Dadurch gewinnt er unzählige Untertanen und Pandemos wird noch mächtiger. Um sich mit einem Dämonengott einzulassen, braucht es eine Menge Ehrgeiz. Hamna wird sich mit der Wiederbelebung Demeskas nicht zufrieden geben, das ist sicher. Er stiehlt die Seelen der Bewohner dieser Welt und macht sie zu Untertanen Demeskas. Ganz eindeutig strebt er die Weltherrschaft an. Die Weltherrschaft? Das werde ich nicht zulassen. Wie können wir dieses Monster bloß aufhalten? Pandemos ist viel größer als alle Wächter, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Eine Möglichkeit gibt es. Das heilige Schwert, das Pandemos vor 2000 Jahren in die Verbannung schickte. Ein heiliges Schwert? Leider konnten wir keine Informationen zum Verbleib des Schwertes finden. Aber bis Pandemos zu seiner vollen Stärke zurückfindet, wird er sicher noch eine Weile dauern. Wir haben also noch etwas Zeit, das heilige Schwert in unseren Besitz zu bringen und dann können wir Pandemos besiegen. Aber wir wissen ja nicht einmal, wo sich das Schwert befindet. Noch dazu ist alles von vor 2000 Jahren, was nicht in Stein gemeißelt wurde, mit Sicherheit längst verblasst und verwittert. In Stein? Denkst du an, was ich denke, Evan? Na klar, auf zu Irmas Archiv. Gute Idee. Irma hat ja immer behauptet, dass sie die Dokumente archiviert hat, die tausende von Jahren alt sind. Ihr habt einen Plan? Dann werde ich aufbrechen und den Königinnen der anderen Länder von der Situation berichten.
Wir werden die nötigen Vorbereitungen für den Kampf gegen Pandemos treffen. Eure Aufgabe ist die Erlangung des Heiligen Schwertes. Verstanden. Nun denn. Noch mehr was. Oh, unser Lama-Fuzzi. Seit dem Putsch habe ich mich als fahrender Händler in den Windschlangenklippen irgendwie durchgeschlagen. Aber jetzt, wo sich die Lage wieder beruhigt hat, werde ich in meine Heimat zurückkehren. Ihr findet mich von jetzt an im Stammhaus des Auftragsexpress in Katzbuckel. Okay, wuhu. Endlich können sich die Mädels wieder ohne Angst auf den Straßen von Katzbuckel zeigen. Ich kann Ratoleon nicht verzeihen, dass er den König Leopold ermordet hat. Aber wenn sich sogar Evan mit ihm versöhnt hat, dann will ich ihm zumindest eine Chance geben. Endlich kann ich nach Hause zurück, endlich. Man sieht jetzt auch wieder Mietz in Uniform. In Katzbuckel jetzt wieder sicher genug für einen Tourist? Klar, hier gab es ja keinen Krieg oder so. Ich werde euch nie verzeihen. Oh Mann. Leute, habt ihr das auch gesehen? Ich habe mir das nicht nur eingebildet, oder? Dieses Monster da, gerade vom Himmel gefallen. Ja, das ist es. Was geht hier vor? Ist das unser aller Ende? Ist es Zeit für eine gepflegte Massenhysterie? Man konnte hier die Erde beben spüren. Es ist direkt in diese innere See gestürzt, richtig? Man kann sogar von hier aus sehen. Was ist jetzt schon wieder los? Ich habe gerade einfach nur Angst. Kann eine Welt wirklich so einfach untergehen? Wir werden alle sterben! Hoffentlich bekommen wir eine gute Neuigkeit von Mech. Das Ding hat mein schönes Frühstück ruiniert. Was? Oh mein Gott. Juhu! Bevor wir jetzt nochmal schnell speichern und uns ins Archiv aufmachen. Ja. Werden wir erstmal nochmal ganz kurz schauen, was wir hier noch ausbauen können. Vor allem die Forschungen sind ja abgeschlossen. Oh Gott, wir haben schon wieder 3 Wörtchen. Das ist nur so wenig. Mehr Geld gab's nicht. Was ist das für ein Quatsch? Ich brauche ein größeres Lager. So, Königreich. Juhu. Meine. Ja, ich habe endlich hier einen Meister mit den Händen. Oh, Meister mit geschickten Händen. Chihuahua, du bist die Beste. Ah, weil hier kann ich jetzt endlich mal... Was? Was für brauche ich 490? Was ist das für ein Quatsch? Ja, war doch. Ah ja, genau. Die Entwicklung kostet so und so viel Prozent weniger. So muss das sein. So, was hast du erforscht, Freundchen? Nahkampfwaffen. Na dann hier, Nummer 6 gleich hinterher. Nee, Ruhegewalt haben wir nicht. Ich habe doch einen Meister totale Glyphi. Also 400 kostet ja, so viel habe ich noch nicht. Das ist richtig. Ja, Technisches Institut von mir aus. Hm. 235 kostet das, oh Gottes Willen. Alle rüber. So, Baukosten sollten noch mal sinken, das ist immer gut. So, hier hatten wir alles, das ist schon mal sehr gut. Gab es nicht noch irgendwo mal so ein Materiallager? Materialien als Forschungsthema, Getreide, produziert. Sammeln. Militäreinsätze.
ja. Gut. So, wie kann ich hier eigentlich reinschmeißen? Fincher und Owen, das wären 225. Zum Forschen brauche ich aber 300. Okay, das kann man schon knicken. So, Langhaar und Dingsbums. So, darum kümmere ich mich das nächste Mal. Denn Freunde, in der nächsten Folge werden wir uns mal anschauen, was wir alles so an Talentaufgaben wieder mal haben. Und anschließend werde ich das natürlich alles wieder offscreen erledigen. Ich bedanke mich natürlich trotz alledem fürs Zuschauen bei euch, auch wenn diese Folge jetzt mal wieder ein bisschen länger war, vielleicht auch ein kleines bisschen langweilig. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ansonsten sage ich nur noch ciao, ciao.